Hallo, ich bin's der Matthias. Heute möchte ich meine Rotbeinvogelspinne füttern. Nicht zu verwechseln mit der Rotknievogelspinne. Und da sitzt sie auch schon. Das versteckt unter dem Efeublatt. Ich habe die Heuschrecke bereits ins Terrarium gesetzt. Und ich glaube, es hat sie schon gespürt, dass irgendwas in der Nähe ist. Mal schauen, was sie jetzt macht. Ah, sie kommt schon hervor. Und schaut mal, diese wunderschöne Färbung, die sie hat. Die rot-orangen Beine. Wir können es sehen, den wunderschönen, algefärbten, ins Orange gehenden Carapax. Das dunkle Abdomen. Schau mal, was sie jetzt gemacht hat. Wie bei einer Paarung hat sie geklopft. Du seltsam, oder? Was meint ihr? Sie geht ganz langsam auf die Heuschrecke zu. Die Heuschrecke ist wie in Starre versetzt. Angststarre, wie nennt man das? Und sie nimmt einfach die Heuschrecke hoch. Und fast ohne Gegenwehr hat sich die Spinne die Heuschrecke gepackt. Sehr seltsamer Beutefang. Habe ich so noch nie gesehen. Schau mal, was für eine Schönheit. Wow, ich bin echt beeindruckt. Die schöne Farbe, so mega. Ziemlich stark behaart, die Beine. Fast wie so eine Art Pelz. Wunderschöne Vogelspinne. Wird auch nicht so groß. So 6-7 cm Körperlänge. Aber sie besticht durch ihre Schönheit. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Like da. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.